Fernost. Einmal um die halbe Welt. Aus der Mitte Europas bis ins ferne Japan. Unterwegs auf dem Asian Highway. Eine Reise durch die Landschaften und Kulturen Asiens. Eine Reise bis ins Land der aufgehenden Sonne. Ein altes asiatisches Sprichwort sagt: Berechne den Proviant und das Wasser für dein Pferd, dann wirst du glücklich ans Ziel kommen. Mehr als ein Jahr haben wir die große Reise vorbereitet. Nun sind wir endlich startklar. Den Asian Highway sind wir immer wieder mit dem Finger auf der Landkarte abgefahren. Aber was wird uns auf der Expedition tatsächlich begegnen? Vor uns liegen fast 8 Monate Reise. Für mehr als ein Dutzend Staaten haben wir Visa-Anträge gestellt. Als wir losfahren, ist noch nicht klar, ob uns alle Länder tatsächlich einreisen lassen. Die ersten Etappen sind nur der Prolog. Von Berlin nach Prag ein Katzensprung. Von da weiter nach Budapest, über die Donau hinweg, durch Serbien. Den Balkan durchqueren wir fast ohne Halt. Denn wir wollen zum eigentlichen Ausgangspunkt unserer Reise, dem Beginn des Asian Highway No. 1. Der Grenzübergang Kapıkule ist das Tor zur Türkei. Im Sommer nutzen ihn unzählige türkischstämmige Familien aus ganz Europa auf dem Weg in die Ferien in der alten Heimat. Einen Hinweis, dass hier der Asian Highway beginnt, suchen wir vergeblich. Doch hinter der Moschee wartet etwas Eigentümliches. Das Lager eines weitgereisten Mannes. Goran ist ein etwas durchgeknallter Althippie. Weil ihm die nötigen Papiere fehlen, ist er hier im Niemandsland hängen geblieben. Japan said, easy way is bitter. The strong way is very sweet. Der Japaner sagt, der einfache Weg ist der bittere. Wenn dich in diesem magischen Land dein Karma ruft oder deine Bestimmung, dann musst du losziehen. Wenn du zu Hause wartest, damit irgendetwas zu dir kommt, dann passiert womöglich gar nichts. Something come to meeting you, maybe nothing come. Von der Grenze bis nach Istanbul ist es nicht mehr weit. Als wir am Abend die Vororte erreichen, ergeht es uns wie allen Autofahrern in Istanbul. Die Stadt am Bosporus ist ein einziger Stau. Schnell haben wir unsere erste Lektion gelernt. Wer nach Istanbul kommt, der sollte vor allem eines mitbringen: Geduld. Seit alters her war Istanbul Start- und Zielpunkt für Reisende aller Art. Gegen Mitternacht erreichen wir unser erstes Ziel, den Galata-Turm im Herzen der Stadt. Das Wort Asien bedeutet Sonnenaufgang. Hier in Istanbul berühren sich 2 Kontinente. Hier
verbinden sich Meere und Kulturen. Inmitten der Gassen des Galaterviertels versteckt sich eine kleine Moschee. Punkt 6.35 Uhr ruft Mustafa Önder zum Gebet. So früh am Morgen ist der Imam zumeist allein in seinem Gotteshaus. Es ist schon eine große Verantwortung, denn wir sind hier im Herzen von Istanbul. Imam zu sein bedeutet, ein Vorbild zu sein und den Menschen Orientierung zu geben. Hier leben allerdings nicht nur Moslems, sondern auch viele Nicht-Moslems. Auch für sie möchte ich ansprechbar sein. Insofern fühle ich mich auch diesen Menschen gegenüber verantwortlich. Istanbul, Byzanz, Konstantinopel. Kaum eine Stadt hat eine so magische Anziehungskraft wie die Millionenmetropole am Bosporus. Im Stadtteil Beolu lebten einst italienische Kaufleute, Juden und Armenier. Heute ist Beolu das Szene- und Touristenviertel. Und mittendrin lebt Mustafa Önder mit seiner Familie neben der kleinen Moschee. Dass seine drei Töchter das Frühstück zubereiten, versteht sich von selbst. Die Önders haben es zu bescheidenem Wohlstand gebracht. Vor allem, seit die islamische Regierung die Gehälter für Geistliche verdreifacht hat. Die politischen Veränderungen in der Türkei wirken sich positiv auf uns aus. Ich spüre, dass das Ansehen der Geistlichen beim Volk Tag für Tag zunimmt. Deshalb sind wir bemüht, unser religiöses Wissen zu erweitern, auf die Bedürfnisse der Menschen einzugehen und richtige Antworten auf ihre Fragen zu finden. Deshalb suchen wir auch immer das Gespräch. Religion und Toleranz. Tempo und Langsamkeit. Istanbul war von jeher eine Stadt der Widersprüche und der Lebenskünstler. Direkt an der Galata-Brücke liegt der Fischmarkt. Sate Önder, die Frau des Imam, und Tochter Esra wollen einkaufen. Sates Chef hat Freunde und Nachbarn zum Abendessen eingeladen. Sie arbeitet als Köchin in einem Hotel für Bildungsreisende. Die Istanbuler haben das Privileg, Fisch aus zwei Meeren essen zu können. Aus dem Marmara-Meer und dem Schwarzen Meer. Mir bedeutet Istanbul sehr viel. Istanbul hat mein Leben bereichert und meinen Horizont erweitert. Ich komme aus einem kleinen Dorf am Schwarzen Meer. Hier in Istanbul können meine Kinder studieren und ich habe eine Arbeit gefunden. Ich kann Menschen wie euch begegnen. Das hat mir Istanbul ermöglicht. Für mich ist das etwas ganz Besonderes. Wenn die Sonne im Meer versinkt, dann leuchtet die Stadt in den schönsten Farben. Vom Galata-Hügel haben wir den besten Blick. Sate Önder und ihr Chef haben uns zum Essen eingeladen. Ihr Mann ist gekommen, ihre Töchter, dazu Nachbarn und Freunde. Und für einen Moment sind sich alle einig. Es kann kaum einen schöneren Platz geben auf der Welt.
Bevor wir am nächsten Morgen Istanbul ganz verlassen, haben wir noch eine Verabredung. Auf einer der Prinzeninseln vor der Stadt. Naja, im Vergleich zur restlichen Türkei kann man hier in Istanbul vielleicht freier leben. Ich bin bekannt, deshalb habe ich es etwas leichter als andere Transsexuelle. Aber die Welt ist nicht frei. Die Türkei schon gar nicht. Und Istanbul auch nicht. Dennoch war Istanbul für sie die einzige Zuflucht. Auch Esmerays kurdische Familie kam vom Land in die Stadt. Hier konnte sie ihren Weg gehen, vom Mann zu einer Frau. Oft auch gegen Anfeindungen oder Hass. Seit Jahren kämpft sie für die Rechte von Minderheiten. Ist es ein Glück oder ein Fluch, kurdisch und transsexuell zu sein? Vermutlich beides. Auf der einen Seite ist es gut, transsexuell und kurdisch, also anders zu sein. Sonst könnte ich das Leben nicht so intensiv leben. Wenn ich ein ganz normaler Türke wäre, könnte ich die Brüche und Widersprüche nicht so wahrnehmen. Ja, ich bin sicher. Wenn ich noch einmal auf die Welt kommen würde, dann wieder als Transsexuelle. Esmeray schreibt Kolumnen, arbeitet für einen alternativen Radiosender und steht als Kabarettistin auf der Bühne. Sie hat aber noch eine weitere Gabe. Sie kann in die Zukunft sehen. Alles, was sie dafür braucht, ist eine Tasse türkischen Kaffees. Diese Chance müssen wir nutzen. Wird unsere Reise gut verlaufen? Werden wir unser Ziel erreichen? Auf dem Grund der Tasse entdeckt Esmeray Schlangen, Fledermäuse und einen Frosch. Weiß Gott, keine guten Vorzeichen. Also nach der zweiten Etappe oder am Ende der zweiten Etappe kommt ein Problem raus. Esmeray wird noch konkreter. Ihre düsteren Prophezeiungen machen auch unseren Dolmetscher verlegen. Uniformierte würden sich uns in den Weg stellen. Das Geld könnte knapp werden. Sie hat jetzt eine Liebe entdeckt im Kaffeesatz. Irgendjemand im Team wird sich schwer verlieben. Sie weiß nicht wo, aber wird sich schwer verlieben. Und diese Liebe wird irgendwie mit dem ganzen Team, das ganze Team damit beschäftigen. Also das ganze Team wird sich irgendwie mit dieser Liebe beschäftigen. Eine große Liebe? Auch das noch. Wir können von Glück sagen, dass Esmeray am Ende noch etwas Beruhigendes im Kaffeesatz findet. Also das Team wird mit weißem Gesicht aus dieser Arbeit kommen. Also das bedeutet also mit einem schönen Gesicht und dass die Leute glücklich sein werden. Weisheit und Glück. Na, dafür lohnt es sich ja, in die Ferne zu ziehen. Die Brücke über den Bosporus. Die Brücke nach Asien. Unser nächstes Ziel heißt Ankara, die Hauptstadt der Türkei. Wenn Istanbul das Herz der Türkei ist, dann ist Ankara das Gehirn. Ankara ist vielleicht keine schöne Stadt,
aber eine wichtige. Aus einem unbedeutenden anatolischen Landstädtchen wurde innerhalb von 80 Jahren eine moderne Verwaltungsmetropole. Und er ist verantwortlich dafür, Mustafa Kemal Atatürk, Staatsgründer und Vater aller Türken. Der Gang zur Grabstätte ist für Naki Selman Pakulu keine Pflichtübung. Der ehemalige Offizier und Militärarzt glaubt fest daran, dass Atatürks Weg der richtige war. Atatürk hatte das Land in die Moderne geführt, mit harter Hand und der Unterstützung des Militärs. Doch heute sind seine Anhänger, die Kemalisten, in der Defensive. Das Land wird von einer islamischen Regierung geführt. Das Erbe Atatürks verblasst. Der ehemalige Offizier sieht diese Entwicklung mit Sorge. Die tägliche Wachablösung ist für ihn mehr als ein Ritual. Sie ist eine Art Glaubensbekenntnis. Atatürk ist für uns ein Lichtblick. Zwei Dinge sind sehr wichtig. Erstens, nur der Weg der Vernunft ist der richtige. Alles andere führt in die Dunkelheit. Und zweitens, unser Land ist durch Mustafa Kemal aus einer Wurzel zu einem Baum herangewachsen. Mustafa Kemal ist ein wahrer Wegbereiter. Die Vernunft ist der Weg, der Menschen leiten soll, und sie ist ein Licht, das nie erlischt. Doch das Licht Atatürks leuchtet nicht mehr so hell. Die Besucher zeigen eher touristische Neugier und nicht mehr ehrfürchtiges Schweigen. Eine Türkei ohne die Grundsätze Atatürks kann sich der überzeugte Kemalist nicht vorstellen. Seine Kritik an der Islamisierung des Landes äußert er nicht direkt. Er kleidet sie vielmehr in ein weiteres Lob für den Vater der Nation. Die türkische Republik ist ein weltlich-sozialer Rechtsstaat. Der Gründer ist Mustafa Kemal Atatürk. Hier können deshalb alle Menschen miteinander leben, egal welche Religion sie angehören oder welches Gedankengut sie haben. Die Menschen tragen ihren Glauben in sich und teilen ihn im Herzen mit dem Allmächtigen. In einem gerechten Staat darf jeder glauben, was er will. Aber gemeinsam sollten wir ein noch schöneres Land gestalten. Nation? Religion? Fortschritt? Wohin wird sich die Türkei bewegen? Wir durchqueren das zentralanatolische Hochland. Etwas abseits der Strecke liegt noch eine Hauptstadt, aber keine junge wie Ankara, sondern eine sehr, sehr alte. Als wir das kleine Hotel in den Bergen erreichen, ist unser Besuch die Nachricht des Tages. Offenbar sind wir seit längerer Zeit die ersten Gäste. In den Bergen Anatoliens kann man den Göttern sehr nahe sein. Man muss nur wissen, wo sie zu finden sind.
Ahmed Demir Alan kennt den Weg. Den Hügel hinauf in den versteckten Felsspalten. Da wohnen sie. Die Götter der Hethiter. Seiner Enkelin Aileen hat Ahmed immer wieder von dem versunkenen Volk und den seltsamen Gottheiten erzählt. Ahmed ist hier aufgewachsen, hat 40 Jahre für die Archäologen gearbeitet. Er kennt jeden Felsen, hat Mauerreste ausgegraben und Tonscherben gefunden. Normalsterblichen war dieser Weg damals streng verboten. Nur Priester durften in den Tempelbezirk. In der Felsenkammer findest du die Bilder vieler Gottheiten und Könige. Kerzen haben alles in ein geheimnisvolles Licht getaucht. An der tiefsten Stelle des Tempels wachen die 12 Götter der Unterwelt. Sollten sie Furcht einflößen? In den Tod begleiten? Ich höre gern die Geschichten aus dieser Zeit. Aber das Leben damals war sicher auch sehr schwierig und anstrengend. Deshalb möchte ich doch lieber nicht bei den Hethitern gelebt haben. Man weiß nicht viel über das Volk der Hethiter, das mehr als 1000 Jahre vor Christi Geburt von hier aus ein Großreich errichtete. Hattusha war die blühende Hauptstadt. Unten im Dorf ist das Camp der Archäologen. Die jungen Wissenschaftler versuchen, die Geheimnisse der versunkenen Kultur zu entschlüsseln. Alles, was bei den Grabungen zum Vorschein kommt, wird sorgfältig gezeichnet und katalogisiert. Ich wäre sehr gern am Hofe des Königs dabei gewesen, als Sekretärin oder als Schreiberin. Denn zur damaligen Zeit hatte der Hofsekretär viel Einfluss, konnte mehrere Sprachen und war über alles informiert, was den König oder die Königin betraf. Wenn ich also Schreiberin gewesen wäre, dann wüsste ich wahrscheinlich alles über die Hethiter. Ahmed empfindet gegenüber den Hethitern so etwas wie Dankbarkeit. Denn die Ruinen von Hattusha haben der Gegend Aufmerksamkeit und einen bescheidenen Wohlstand gebracht. Ich habe 22 Jahre im Museum gearbeitet und bin nun in Rente. Jetzt bin ich 69. Meine ganze Familie lebt hier. Meine Kinder und meine Enkel sind hier. Ich kann gar nicht all ihre Namen aufzählen. Mit einem meiner Söhne habe ich nun das Hotel aufgemacht. Denn die Landwirtschaft allein ist keine ausreichende Einnahmequelle. Am schönsten erscheint Hattusha immer abends, wenn auch die Götter schlafen gehen. Der Sommer in Anatolien ist staubig und heiß. Da nehmen wir für eine Abkühlung einen Umweg gern in Kauf. In einem Tal bei Kangal gibt es eine Quelle, der wahre Wunderkräfte nachgesagt werden. Wer das Wasser trinkt, dessen ganzer Körper wird von innen gereinigt.
Aber auch rein äußerlich entfaltet das Wasser seine heilsame Wirkung. Genauer gesagt, die kleinen Fische, die darin schwimmen. Mit Vorliebe knabbern sie Schuppen und Ekzeme von der Haut. Ein anatolisches Hautpeeling. Langsam, aber sicher erreichen wir nun den Osten Anatoliens. Das Hochland zwischen Sivas und der iranischen Grenze ist nur dünn besiedelt. Die Sommer sind heiß, die Winter bitterkalt. Wir haben gehört, dass es in den Bergen bei Erzincan ein Dorf geben soll, das seinesgleichen sucht. Wir müssten es unbedingt besuchen, man werde uns dort herzlich empfangen. Und in der Tat, als wir Akta erreichen, sind wir überrascht. Die schmucken Häuserfassaden erinnern mehr an schwedische Musterhäuser oder an den Schwarzwald. Einen eigenen Laden hat der Ort nicht. In den Sommermonaten kommt ein fahrender Händler in das abgelegene Tal. Die Frauen von Akta kaufen reichlich ein, denn heute ist ein Festtag. Auf dem Spielplatz wird ein Lamm geschächtet. Zur Feier des Tages, sagt der Mann. Der Dede, der alte Prediger, soll uns erzählen, was es mit all dem auf sich hat. In allen Fragen ist er hier die höchste Instanz. Früher waren wir hier so arm, dass der eine den anderen fast umgebracht hätte, wenn ein Schaf geklaut worden ist. Aber Gott segne die Entdecker Europas. Aus allen Ecken der Türkei konnten die Menschen nach Europa gehen. Das hat uns das Leben gerettet. Schaut, wie hätte ich sonst dieses wunderbare dreistöckige Haus hinter mir bauen können? Damals hatten wir nicht mal einen Baumstamm, um ein Haus zu bauen. Heute ist das ganze Dorf mit Stein und Beton gebaut. Deshalb, Gott segne Europa und Gott segne Deutschland. Dass wir zum Essen eingeladen werden, ist eine Selbstverständlichkeit. Der lange Weg aus Berlin hierher, die Bewohner freuen sich über Besuch aus Deutschland. Beim Essen erfahren wir, dass Akta nur im Sommer bewohnt ist. Fast alle Familien leben eigentlich in Istanbul oder in Deutschland. Jetzt, nach dem Ende der Schulferien, sind fast nur noch die Rentner hier. Also, ich wohne also in Berlin-Neukölln, bin seit 1973 in Berlin und bin hier in Urlaub. 1973 Berlin gehen, Anfang Arbeit, bis jetzt. Jetzt Urlaub, Rente. Mein Name ist Dogan, ich bin seit 41 Jahren in Deutschland. Ich bin jetzt Rentner, mag mir einen schönen Urlaub, das schöne Land. 1965 nach München arbeiten, 8 Jahre. Dann nochmal fahren nach Koblenz, 9 Jahre. Und das ist die zweite Besonderheit von Akta. Die Bürger hier sind Aleviten, eine Glaubensrichtung des Islam. Ihre Religion führen die Aleviten auf Ali zurück, den ermordeten Schwiegersohn des Propheten Mohammed. Seit der Bluttat damals leben Aleviten und Sunniten in ständigem Konflikt. Djem-Feste sind Gottesdienste mit Gesang und Meditation. Der Reigen der Lieder erinnert an die lange Leidensgeschichte der Aleviten.
In der Türkei fühlen sich die Aleviten auch heute noch von der Mehrheit der Sunniten unterdrückt. Die Cem-Häuser werden vom Staat nicht als Gotteshäuser anerkannt. Und so sind es zwei Dinge, die die Menschen in Akta miteinander verbinden. Der Glaube und das Heimweh. Das Fest endet ähnlich wie das christliche Abendmahl, mit dem Brechen des Brotes. Die Frauen des Dorfes haben es gebacken. Nun wird es verteilt, als Zeichen des gemeinsamen Glaubens. Es ist das letzte Fest in diesem Sommer. Im nächsten Jahr werden sie alle wiederkommen. Nach Hause, in das Dorf, in den Bergen. Wir sind überrascht. Von Ankara bis hier nach Ostanatolien. Die Straßen sind fast überall frisch asphaltiert. Auf den glatten Fahrbahnen können wir den wirtschaftlichen Aufschwung förmlich spüren. Wir arbeiten hier, damit die Türkei Autobahnen bekommt und moderne Straßenverbindungen. Der Fernverkehr hat zugenommen und es sind immer mehr Autos auf den Straßen. Außerdem werden die Handelsbeziehungen zum Iran immer wichtiger. Und die Straßen hier waren vorher in einem ziemlich schlechten Zustand. Der letzte Streckenabschnitt durch die Türkei. Von Istanbul oder Ankara aus gesehen, sind wir längst hinter dem Mond. Und die Landschaft sieht auch ganz danach aus. Auf einer Strecke von mehr als 1700 Kilometern haben wir die Türkei durchquert. Immer Richtung Fernost auf dem Asian Highway. Vor uns liegt nun das Tor nach Persien, die Stadt Doğubayazıt. So friedlich die Gegend auch erscheinen mag, die Region gilt als ziemlich unsicher. Immer wieder gab es Anschläge kurdischer Rebellen. Die türkische Polizei hat uns gewarnt, wir sollten nur bei Tageslicht fahren. Aber alles bleibt friedlich. Wie das Nest eines Adlers liegt er am Hang der Berge. Von hier oben waren die Karawanen im Tal gut zu erkennen. An diesem Ort ließ der kurdische Fürst Isak Pascha einen Palast von besonderer Schönheit errichten. Für die einen war Isak Pascha ein feinsinniger Liebhaber der Kunst, für die anderen ein Raubritter. Kriege und Erdbeben haben zwar Spuren hinterlassen, aber noch thront der Palast über dem anatolischen Grenzland. Am Fuß der Festung liegt Doğubayazıt. Die Provinzstadt genießt einen etwas zweifelhaften Ruf. Das Interesse galt schon immer den Reisenden, die hier Station machten. Nicht alle ganz freiwillig.
Unsere erste Reifenpanne nach gut 4000 Kilometern. Eine passende Gelegenheit zu prüfen, wie gut der Teamgeist funktioniert. Auf dem Weg nach Tokio werden uns sicher noch ganz andere Prüfungen bevorstehen. Bayazid gilt als unsicheres Pflaster. Die kurdische Bevölkerung ist auf den türkischen Staat nicht gut zu sprechen. Und von hier aus, so heißt es, würde der Schmuggel in den Iran organisiert. Bestätigen will das natürlich niemand. Der Aufschwung der Türkei ist bei den meisten Kurden noch nicht angekommen. Da bleibt manchen nur der Schwarzmarkt. Die Packung iranische Zigaretten für umgerechnet 10 Cent. An Nachschub besteht kein Mangel. Irgendwie lebte die Stadt schon immer vom kleinen Grenzverkehr. Von hier aus ist es nicht mehr weit bis zur iranischen Grenze. Nur noch ein Hindernis stellt sich uns in den Weg. Mehr als 5000 Meter hoch. Ein erloschener Vulkan. Ein schlafender Riese. Der Berg Ararat. Geschichten über den Berg gibt es viele. Eine davon ist niedergeschrieben. In der Bibel. An einem der Hänge findet sich eine seltsame Felsformation. Ein langgezogenes, spitz zulaufendes Oval. Wer genauer hinschaut, kann die Umrisse eines Rumpfes erkennen. Groß genug, ein paar Menschen und eine Herde Tiere aufzunehmen. Ist dies das Schiff, das die Menschheit rettete? Ist dies die Arche Noah? Für ihn besteht daran kein Zweifel. Haji Hassan Öser ist der Wächter des biblischen Bootes. Ich bin sehr froh und stolz darauf, der Hüter der Arche Noah zu sein. Für mich besteht kein Zweifel, dass es sich um die Arche Noah handelt. 1989 brachten die Amerikaner einen arabischen Gelehrten hierher. Der hat im Koran nachgelesen und die Maßangaben dort mit den Abmessungen hier verglichen. Und siehe da, die Maße stimmten mit denen in der Heiligen Schrift haargenau überein. Ob Noahs Rettungsboot tatsächlich hier landete, ist am Ende eine Frage des Glaubens. Ganz sicher hätte der biblische Kapitän aber bei diesem Anblick seine Freude gehabt. Hassans Enkelsöhne sorgen vor und holen Brennmaterial für den Winter ein. Das Leben ist ziemlich anstrengend hier. Weder im Winter noch im Sommer gibt es Ruhe vor der Arbeit. Wenn wir uns nicht um unseren Hof kümmern, fehlt uns der Lebensunterhalt. Im Winter versorgen wir die Schafe und Ziegen im Stall. Und weil im Winter Futter gebraucht wird, müssen wir es im Sommer vorbereiten. Deshalb sind wir den ganzen Tag auf dem Feld. Der Berg Ararat hat den Weg freigegeben. Doch von nun an reisen wir in die Ungewissheit. Vor uns liegt der Iran. Ein Land, über das wir so wenig wissen und auf das wir so gespannt sind.
Lange haben wir den Grenzübertritt vorbereitet. Nun noch einmal frisches Wasser gegen die Mittagshitze. Dass ein westliches Fernsehteam mit eigenen Autos in den Iran einreisen darf, grenzt an eine Sensation. Seit Jahren dürfen kaum noch westliche Korrespondenten aus dem Gottesstaat berichten. Unserer Durchquerung des Landes haben die Behörden nun zugestimmt. Aber wird die Einreise tatsächlich funktionieren? Die nötigen Visa haben wir erst in Istanbul erhalten. Und an Staatsgrenzen gelten ganz eigene Gesetze. Die Türkei und der Iran haben ein eher schwieriges Verhältnis. Beide wollen eine Führungsrolle in der islamischen Welt. Der Iran unter den wachsamen Blicken der Mullahs. Die letzten Meter auf türkischem Boden. Auf der anderen Seite werden wir schon erwartet. Wir haben unsere Reise beim Ministerium für religiöse Erziehung anmelden müssen. Von nun an werden wir immer in Begleitung sein. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. So läuft es in jeder Diktatur. Zu unserer Erleichterung klappt die Einreise vollkommen problemlos. Und so heißt es: freie Fahrt Richtung Fernost. Auf knapp 2000 Kilometern wollen wir den Iran durchqueren. Das Land, das früher Persien hieß und als eine Wiege der menschlichen Kultur gilt. Unser erstes Ziel ist der Urumiye-See im Nordwesten des Iran. Einst der zweitgrößte Salzsee der Welt. Doch als wir das Ufer erreichen, wollen wir unseren Augen nicht trauen. Schon wieder ein Schiff auf dem Trockenen.